Hallo und herzlich willkommen zurück zu Superplex. Ja, wir haben hier schöne Soundblaster-Musik. Und wir haben hier Roland. Das ist der Roland MT32 Emulator, den ich hier nebenbei laufen habe. Geht jedenfalls. Allerdings kann die Roland keine Soundeffekte. Ich würde behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt ein typischer ein Problem von dem Roland-System selbst. Denn ich kenne auch Spiele. Oh. Du kannst scheinbar ein paar Soundeffekte, aber nicht alle, ne? Wenn ich das auf den Kopf bekomme. Es gibt keinen Soundeffekt. Sehr seltsam. Also offensichtlich fehlen hier ein paar Soundeffekte. Vielleicht haben sie da ein bisschen irgendwie dran gespart. Ich hatte ja erzählt gehabt, dass sie versucht hatten. Oder dass sie Probleme hatten mit Speichergröße. Naja, vielleicht liegt es daran, dass sie quasi ein, zwei Samples sparen wollten. Und sich dann gedacht haben, naja gut, dann sparen wir eben hier am Roland Soundsystem. War ja auch damals nichts Typisches, weil die Dinger unglaublich teuer waren. Und Roland MT32 war professionelles Audio-Gedöns, das früher benutzt wurde, um Musik zu komponieren und sowas. Und von daher war es relativ selten. Oder es gab nur wenige Leute, die sowas benutzt haben aus dem Grund, weil es einfach gegen so schwer teuer war. Ist auch komisch, dass ich das nur auf einem Ohr habe. Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz, lieber Zuschauer. So. Das andere Interessante an so einem Roland-System ist, dass du... Oh, da ist er gerade ein bisschen traurig. Der arme Murphy hat bestimmt gerade gegähnt. Das Interessante an so einem Roland-System ist ja, wie gesagt, das sind MIDI-Files. Das ist so ein bisschen wie einfach ein Notenpapier von deinem Klavier. Und dann kommt man halt drauf an, wie man es interpretiert. Nehme ich ein Keyboard oder nehme ich ein Klavier oder nehme ich einen Flügel. Und genauso kann ich ein bisschen dran rumdrehen. Warte. Ich kann zum Beispiel ein bisschen den Reverb erhöhen. Na, ich warte mal, bis die Musik wieder richtig einsteigt. Na komm schon, Musik, lass mich jetzt nicht hängen. Ja, können wir halt hier krassen Hall machen oder auch nicht. Wir können auf jeden Fall auch ein paar von den Kanälen ändern. So ein Roland-System funktioniert mit Channels, mit Kanälen, die angesprochen werden, und auf einem Kanal liegt zum Beispiel irgendwelches Klavier, auf dem anderen liegt irgendwelche Schlaginstrumente, bla bla. Ja, und ich kann da Kanäle ändern. So, ich habe jetzt mal das Stereo getauscht. Gucken, ob das Spiel das auch übernimmt. Ja, jetzt haben wir es halt auf dem rechten Ohr. Komisch, dass es nur auf einem Kanal funktioniert, ne? Seltsam. Ach ja, und hier, die Steine machen auch keine Geräusche, ne? Wenn die irgendwo runterfallen. Also die Roland-Emulation oder die Roland-Variante hier ist auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich, sag ich mal. Ich meine, schön, dass sie überhaupt funktioniert. Alter, das war knapp. Ich wäre jetzt beinahe nach links gegangen. Ich habe die Taste schon gedrückt, aber nicht ganz durchgedrückt. Ich habe schon das haptische Feedback bekommen. Huiuiui. Beinahe gestorben.
Ja, wie gesagt, auch bei Infotrons, wie die sich bewegen, immer schön aufpassen. Dass man da nicht zu früh hinterher rennt. Ganz kleines bisschen stört mich das ja mit den Soundeffekten, aber... auch schon ein kleines bisschen. Mein rechtes Ohr fühlt sich ein bisschen einsam. War das richtig so? Kann ich das machen? Nee, ne? Ich glaube, da bin ich vorhin dran gestorben. Habe ich mich jetzt verbaut? Hier wäre die Kugel. Hier wäre das Infotron. Hier wäre die zweite Kugel und von oben kommt dann noch eine. Ich glaube, wenn ich schnell genug wegschlopper, geht das. Ja, auch alles, was ich hier freiräume quasi, indem ich einfach noch eins nach oben gehe und dann eins zur Seite. Das kann mir natürlich später nicht auf den Kopf fallen. Ist auch so ein bisschen so eine Mentalität. Die haben ja schon echt viel geschafft, ne? Mach's mal so. Zack, zack. Werde natürlich zunehmend vorsichtig. Je näher ich dran bin, das Level geschafft zu haben. Gut. 23 Stück, 22, 21, 20. Mal schauen, wo ich noch ein paar Infotrons herbekomme. Maximale Konzentration. Das ist auch okay hier. Auch wenn ich mich hinterher rennen muss. Ja, locker, ne? Wie gesagt, sind ein paar Infotrons übrig oder ein paar Infotrons zu viel. Das finde ich natürlich gut. Ich schreibe mal eins in der Nähe vom Exit noch. Wie zum Beispiel dieses. Huiuiuiui. Das war gar nicht mal so einfach. Bug Funny. Bestimmt irgendeine Anspielung auf Bugs Bunny, oder? Oder Fuck Bunny, ich weiß es nicht. Ja, das sind übrigens Bugs. Über mir sollte jetzt einer sein. Ja, die hört man so ein bisschen. Ich werde gleich mal fressen. Zack. Bin ich tot. Allerdings ist es so, dass wenn er gerade nicht auftaucht, dann darf ich ihn auch fressen. Solange wieder da das Elektrozeug nicht am rumexistieren ist, ist es safe. Ja, generell werde ich immer kurz warten und mir eine Übersicht verschaffen, wo hier Dinge sind. Und dann ist auch okay. Die Entwickler haben die einigermaßen gleichmäßig verteilt. Dass wenn ich ein paar kenne, das schon ausreicht. Selbst wenn die gerade nicht an sind, werde ich meistens versuchen, nicht zu fressen. Ist einfach safer. Okay. Schön vorsichtig, schön vorsichtig. Immer schön ruhig bleiben. Noch 24 Stück. Den Großteil haben wir schon.
Ja, wie du siehst, beim Levelaufbau befinden sich nie zwei Bugs genau nebeneinander. Das ist also nicht wirklich zufällig in dem Sinne. Also sie sind relativ gleichmäßig verteilt. Darauf verlasse ich mich auch ein bisschen. Das ist alles supi gut. Noch 7 Stück. Ich will jetzt nicht unvorsichtig werden. Ist natürlich immer auf den letzten Metern besonders fies, ne? Wenn man dann stirbt. Eigene Spuren nachfahren. Ebenfalls sehr sichere Sache. Da ist einer. Die letzten zwei, ich warte einen Moment. Gut. Da ist über mir einer. Ich gehe einfach außen rum. Dauert einen kleinen Moment länger. Aber ganz ehrlich, bevor ich mich jetzt hier irgendwie vertue und dann sehr laut fluchen muss, machen wir es einfach so. Bisschen wie so ein Labyrinth hier, oder? Ich nehme die Abkürzung. Wie im richtigen Irrgarten, einfach quer durch die Hecke gegangen. Okay, das ging ganz gut, oder? Easy come, easy go. Das sieht mir nicht ganz so easy aus, aber gut. Geht aber. Ja, bei so einem Level würde ich davon ausgehen, dass wir jedes einzelne Infotron wirklich brauchen. Ich meine, deswegen ist es ja auch hier in kleinere Räume unterteilt. Da kann man hier systematisch durchgehen. Okay. Ach, guck mal, hier steht nochmal Sync. Hier unter uns ist das K, hier unter uns ist das N, hier unter uns ist das I. Und da weiter unten drunter ist bestimmt nochmal der Rest von den Buchstaben. Das ist aber auch eine blöde Stelle. Geht das? Komm ich da durch? Ich habe bestimmt einen Fehler gemacht, ne? Von wegen easy, come easy go. Da habe ich das irgendwie nicht ganz überblickt. Die Geschichte. Der Rest war alles easy. Aber ich vermute mal, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht, dass eine Kugel gefallen ist, die nicht hätte fallen dürfen. Da muss ich gleich nochmal genauer hingucken. Ja, hier gibt es keine großen Gefahren, wie gesagt. Außer, dass mir was auf den Kopf fallen kann. Aber zubauen passiert ja eher weniger. Von daher kann ich ein bisschen Gas geben. Bling, 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 bling. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich könnte das Infotron da rechts mitnehmen, indem ich es wegschlurpe, wenn ich wirklich richtig schnell bin. Aber ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass das Rätsels Lösung sein soll. Ich probiere es trotzdem mal. Okay, das war doch nicht so schlecht. Ach, Mann. Aber im Vorbeigehen wegschlurpen kann ich mir echt nicht vorstellen. Immer noch nicht. Weißt du was? Ich schaue mir das einfach mal an. Lass jetzt den Rest hier links liegen. Und mach das Rätsel einfach nur mal einzeln. Unabhängig vom Rest. Es gibt da irgendwas, was ich nicht ganz durchblicke. Okay, das habe ich echt nicht durchblickt.
Also wie gesagt, im Vorbeigehen wegschlurpen, das geht zu schnell. Das glaube ich nicht, dass das wirklich gemacht werden muss. Vor allem nicht so früh im Spiel. Genauso wie hier. Ich check das nicht, lieber Zuschauer. Ich muss doch verhindern, dass da irgendwelche von den Kugeln hier nach unten fallen. Oder sehe ich das nur falsch? Einen anderen Weg gibt es doch auch nicht. Naja, ich habe ja gesagt, ne, es gibt hier Rätselgedöns. Da haben wir so ein Rätsel. Egal, was ich mit den Infotrons mache, die Kugeln folgen mir ja auch trotzdem, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz falsch. Dass ich quasi das hier, dass ich hier quasi früher abbiege. Okay, das ist auf jeden Fall machbar. Ich hoffe, das kriege ich jetzt nochmal korrekt hin. Nachdem ich das hier alles mitgenommen habe. Plum, 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 plum. Nein! 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 Ich war zu schnell, lieber Zuschauer. Hätte ich mir ein bisschen Zeit lassen sollen. So viel zum Thema geduldig sein. Aber nein, der Stefan wollte wieder schnell und cool sein. Und hat sich wieder alles verbaut. Wie so ein Vollspacken. Also nochmal. Ich hab grad nicht so richtig klar mit meinen 10 Daumen. Ich habe Probleme mit der Steuerung. Also nicht, dass das Spiel was dazu kann. Sondern eher mein Gehirn. Also okay, ich kann auf jeden Fall die Infotrons zurücklassen, wenn ich das möchte. Da muss ich einbiegen. Und hier kann ich mir auch ausreichend Platz machen. Gut. War doch gar nicht so schwer. Ist aber ganz cool, dass es hier auch solche Sachen gibt, die hier nur so 3 in die Höhe gehen. Man hat quasi so ein begrenztes Rätsel hat. Da ist das T. Ja, war es gerade eben. Hier ist das H. Und ein I. Da ist das N. Und da rechts ist das K. Ja, hier weiß ich jetzt natürlich nicht, was unter uns ist, ne? Da muss ich jetzt hoffentlich schnell genug... Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte Angst, dass ich schnell genug reagieren muss, aber es nicht schaffe. Aber diese Angst war völlig unbegründet.
meine Profi-Gamer-Reflexe haben da einfach gegriffen. Ja, sehr gut. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit diesem kleinen Rätsel da rechts. Aber das hier ging. Die 11 ist eines meiner Lieblingslevels früher gewesen. Da erinnere ich mich noch dran. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich weiß, um was es geht. Aber dazu nächste Folge mehr, lieber Zuschauer. Ich glaube, hier kriegen wir das erstmal Gegner. Na dann, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, ciao.